Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Zwischenpart beziehungsweise einem kleinen Part von House Flipper. Wie ihr seht, wir haben hier immer noch unsere Katzen. Es gab ein Frühlingsupdate und da mit dem Frühlingsupdate kam ein neues Haus, das ich mit euch zusammen jetzt machen wollte. Es gab keine Aufgaben oder sonst irgendwas. Das ist durch. Oh, guckt euch das an, alles 100%. Das geht runter wie Öl. Und zwar gibt es ein neues Haus und zwar in der Grundlage. Das musste ich erstmal suchen. Ein Sommerhaus. Guckt euch das an. Ein Sommerhaus. Ich weiß nicht, was wir da machen müssen. Es sind 2 Etagen, 4 Räume. Scheint eigentlich auch alles schon voll in Butter zu sein. Wir gucken mal. Vielleicht nehmen wir nur minimale Änderungen. Ich wollte es mit euch eigentlich auch nur angucken. Weil es sieht eigentlich schon voll gut aus. Aber okay. Oh, so ein, ich glaube, da ziehen wir hin, oder? Komm, da machen wir denn unser Büro rein. Ich mag kein Spielzeug für Kinder und ich möchte keine Kinder haben. Ja, dann mach dir keine. Das ist irgendwie gerade ein bisschen suboptimal von dir. So, guckt euch das an. Guck mal, wie. Oh, sogar mit Fahrrad. Ich halte es nicht aus. Aber wir sind nicht so sportlich. Wir machen Rasenmähen. Fängt es hier überhaupt an? Und tatsächlich, es gibt auch Neuigkeiten. Dass endlich das Farm-DLC wurde angekündigt für, lasst mich lügen, April? Irgendwann im April, ich glaube am 13. April, kommt das Farm-DLC raus und bevor ihr jetzt alle schreit, oh nee, oder auch ja, mach doch und wir können es kaum erwarten. Ich würde ganz gern mit dem Farm-DLC ein wenig warten, tatsächlich. Also ich werde es nicht zum Release holen, also ich werde es mir zum Release holen, ich werde es aber nicht zum Release Let's Playen oder Streamen, besser gesagt. Weil ich habe ja noch jetzt ganz ehrlich gesagt andere Projekte und ich habe so schon Schwierigkeiten gerade mit Stream, dass ich doch ganz gerne meine anderen Projekte erstmal fertig machen möchte. Ihr seht nichts. Und dann tatsächlich erst später ein bisschen das Farm-DLC mit euch zusammen mache. Im Stream einfach aus dem folgenden Grund. Die bringen ja manchmal so ein DLC raus und dann machen die aber halt noch irgendwie was. An dem DLC, den kommt irgendwann später, so, was weiß ich, einen Monat später ein Update raus und dann wird noch ein bisschen was gepatcht und dann kommt vielleicht nochmal so eine neue Aufgabe oder so und da würde ich ganz gerne einfach ein bisschen warten, wenn ihr nichts dagegen habt. Und erstmal RimWorld fertig machen, beziehungsweise weitermachen. Dann natürlich eine Rune Factory. Muss ich langsam zu Potte kommen. Ich glaube, das ist fehlt nicht mehr so viel. Wir sind schon im vorletzten Dungeon, so wie ich das jetzt verstanden habe. Geheiratet haben wir immer noch nicht. Da sind wir aber auch schon auf einem guten Weg. Auch wenn er meine Liebe nicht erwidert bis jetzt. Kommt aber noch. Ich zwinge ihn einfach dazu. Wenn nicht, wird er einfach gefangen genommen und dann wird er so lange muss er leider bei mir bleiben, bis er dann sagt, okay, ich heirate dich. Da hat er halt Pech gehabt. Leidet er denn später unter dem Stockholm-Syndrom? Stockholm-Syndrom. Und ja, die würde ich ganz gern vorher fertig machen, bevor ich denn wirklich wieder das nächste Projekt anfange, weil im Juni oder Juli, lasst mich lügen, in einem von den beiden Monaten kommt das neue Story of Seasons raus und bis dahin möchte ich ganz gern eigentlich mit Rune Factory 5 und auch Harvest Moon, mein Inselparadies, fertig sein. Damit wir nur noch ein Farmprojekt so gesehen haben. Aber ich denke mal, mit Harvest Moon, mein Inselparadies, sind wir auch schon gut weit. Da fehlt auch nicht mehr so viel. Wir sind jetzt im letzten Jahr. Und die zweite Heirat, Rivalenhochzeit, wurde jetzt schon getriggert. Das heißt, im nächsten Part kommt dann schon die zweite Rivalenhochzeit. Und Mark fehlt auch nur noch ein Herz. Das heißt, es ist höchstens noch der Sommer. Und spätestens im Herbst feiern wir Hochzeit. Ne? Also, da ist das dann auch schon auf dem Weg nach Hause, sage ich mal. Auf dem Weg, auf dem guten Weg, fertig zu werden. Und deshalb möchte ich ganz gern ein bisschen mit dem Farm-DLC warten. Weil ich auch nicht weiß, wie genau die sich das vorstellen. Wieso sollte ich mit einem Pferd reiten? Ich hoffe, die machen Aufgaben dazu, die auch da wirklich dafür drinne sind, dass man das macht und nicht, dass man einfach dann
alleine für sich jetzt sagt, okay, ich baue mir jetzt eine Farm auf. Weil ich werde mir jetzt hier keine Farm... Also ich mache jetzt das. Das hier wird jetzt mein Haus. Aber ich werde mir jetzt hier keine Farmtiere in meinem Baumhaus reinholen. Oder ein Pferd. Gut, ich bin jetzt auch nicht so das Pferdemädchen. Bin ich ganz ehrlich, ich bin nicht so für Pferde. Alles, was mich töten kann, muss ich nicht unbedingt in meiner Nähe haben. Und ja, ich glaube daran, dass ein Pferd mich töten kann. Ich meine, so ein Tritt von so einem Pferd gegen die falsche Stelle und dann knockt es euch aus. Wo bin ich gelandet? Hier. Ist der Dreck oben? Nee, falsche Richtung. Hier. Ach, die Stufen sind. Die Stufen sind. Also scheint wahrscheinlich nur dreckig zu sein, was wir putzen müssen. Muss das denn sein? Sogar mit Leinwand und so. Das sieht schon... Nee, schlecht. So, dann gehen wir mal da als erstes hin. Ein Katzenbuch finde ich vollkommen in Ordnung. Das finde ich ein bisschen arg übertrieben, aber okay. Ich finde das Bett ein bisschen hässlich. Wir verkaufen mal das Bett. Möbel. Schlafzimmer, Betten. Wo ist denn mein schönes Lieblingsbett hier? Na, vielleicht nicht unbedingt. Schwarzer Metall, Blumentopf kann bleiben. Holz, doch bitte graue Eiche. Matratze, Bettbezug. Die finde ich gut. Ach, Himmel. Nee, du nicht. Ich brauche kein Schminkset. Ich bin keine Person, die sich schminkt, tatsächlich. Xeno meint, ich könnte das nicht. Hat er auch recht, ich kann wirklich das nicht. Ich bin wirklich kein Typ für Schminke. Bin ich ganz ehrlich. Weil das ist mir zu viel Aufwand. Für, so nach dem Motto, mich guckt ja eh keiner an. Und ja, wie gesagt, ich bin kein Typ für Schminke. Mama Havanna? Wie ist denn das Bett? Alex. Alex. Okay, Alex hat keine Nachttische. Alex hat auch keine Kleiderschränke. Keine passenden. Ich mal kurz, danke. Oh, das passt ja wie angegossen. Du bist da drin. Ich hätte aber schon ganz gern Nachtschränke. Das war jetzt Gym hier. Der hat aber nur sowas, ne? Ach, Mensch. Alles Gute ist nicht beisammen hier. Nimm mal den. Nehmen wir hier die zwei kleinen. Ja, der passt nicht so wirklich. Nehmen wir den, ist der vielleicht... Nee, der passt auch nicht so richtig. Na gut. So. Wozu auch? Ich meine, ich kann meine Brille auch da reinlegen. Das ist vollkommen in Ordnung. Genauso wie das Buch. Oder?
Seht ihr, passt doch. Ja, gegen Blau habe ich nichts. Der Rest kann so bleiben. Aber die kommt schon mal weg. Das sieht ein bisschen nackig aus, ne? Dekoration. Gemälde. Rahmen, Poster. Ist das Kunst oder kann das weg? Ich weiß es nicht. Ich finde das eigentlich ganz cool. Machen wir noch blau, dann passt das im Prinzip zur Wand. So. Ah, ist ja schon einmal da. Lol. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Nehmen wir den. Vielleicht in L? Ja. So. Und ich mag halt einfach die Decke. Und ganz ehrlich, ich bin keine Person, die jedes Mal farblich abgestimmte Decken zu den Rest der Wohnung hat. Gebet bei mir nicht. So. Hatte der jetzt hier einen Staubsaugerroboter, der es nicht funktioniert hat? Ja, als ob ich da einen Springseil habe. Ich bitte euch. Hier irgendwo ist Dreck. Da oben. Wer ist denn, hä? Ach, die Steckdose oder was? Nee, die Steckdose kann es nicht sein. Ah, das war's. Was, du funktionierst? Hier ist das Badezimmer. Ja, warum nicht? Ich bin immer für Dusche. Mach mal auf das Ding. Ich werde nichts sagen, aber ich finde das irgendwie so ein bisschen dreckig. So. Dusche. Badezimmer. Nee, das ist das Falsche. Möbel. Wieso bin ich jetzt draußen im Badezimmer? Dusche. Jo, ja, nehmen wir halt die, ne? Aber ohne dieses Cyberlicht, das ist schon ein bisschen blöd. Nee, ich glaube, ich brauche die rechts. Rechteckdusche. Nehmen wir die. Lass mich raten, das geht jetzt nicht, weil das Ding da ist, ne? Ja, ich weiß. Und nochmal dahin. Wir hauen euch gleich nochmal da rein, aber erst muss ich die Dusche machen. Hat doch eben gerade getriggert. Oder ist das die falsche? Muss ich die linke nehmen? Ich hätte die linke nehmen müssen. Ah, ich glaube, wegen dem Dings hier ist das zu weit. Alles muss man mal ein ganz kurzes Stück hier so ein bisschen kurz rüber. Ja. Dann kann ich die, glaube ich, auch die links ein bisschen besser, genau, dran catchen. Öffnen.
Dankeschön. Ja, die Dusche ist jetzt ein bisschen größer als gedacht, aber okay. Kann ich dich da trotzdem jetzt so rein? Ja. Da funktioniert doch. Wieso will der da jetzt nicht hoch? Ach Mensch, Xeno braucht eh kein Duschgel. Kein Shampoo, der hat eh keine Haare. So. Punkt. Ja, so hätte es auch funktioniert. Ist jetzt alles ein bisschen enger und kleiner, weil ich die Dusche ausgetauscht habe, aber mir hat das halt nicht so gefallen, dass da, da was ist. Ist auch nur irgendwo was. Aber das war's. So, die Küche ist ein bisschen dreckig. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob die Katze. Ich wollte es jetzt nicht verbrennen. Ich schwör's. Nee, das ist sehr hässlich. So, die tauschen wir aus. Gegen elektronische Ausrüstung. Staubsaugroboter. Nee. Ich wollte ganz gerne eigentlich nur einen Kaffeeautomaten. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Gehört das mit zu Zubehör Küche? Küche. Nee. Och Mensch, Kaffee. Kaffeemaschine. Dankeschön. Also ich selber trinke halt keinen Kaffee, aber Xeno trinkt Kaffee. Jetzt nicht unbedingt aus der Kaffeemaschine, aber theoretisch. Ja, damit kann ich mich so ein bisschen anfreunden. Hier fehlt so ein bisschen Möbel für Bücher. Da bin ich ganz ehrlich. Das ist alles? Ja, Hauptsache die Konsolen funktionieren, ne? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie cool, aber es fehlt einfach an zu viel. Es ist zu klein, tatsächlich. Für eine Person hätte ich eine Person und einen Hund, würde ich sagen, ey, kein Ding. Ne? Hier würde ich Fressnapf hinstellen. Und, ne, aber mir fehlen zum Beispiel die Regale für Bücher. Weil das kann ich ja schlecht wegmachen. Die Küche würde mir ausreichen. Hier, das würde vollkommen ausreichen. Hätte ich kein Problem mit Schlafzimmer, kein Ding. Badezimmer auch kein Ding. Ich habe jetzt auch nur so, gehe auch nur duschen. Ne, der Hund könnte die ganze Zeit hier draußen rumtollen oder die Katze und könnte hier an der Katze könnte hier am Baum kratzen und alles sowas. Das ist kein Ding. Und es ist ja eigentlich auch schön, aber. Nee. Nee. Ja, dass das hier keine Punkte gibt, das ist mir irgendwie klar. Dürfte nichts bringen. Ja, dann gehen wir zur Auktion. Ich dachte, wenn das Haus ein bisschen größer wäre, dann vielleicht, aber so. Nee. Also das Haus hat mich fast 60.000 gekostet. Ich habe Möbel im Wert von 1.500 gekauft. Habe aber Möbel im Wert von 2.000 verkauft. Also ja, gut dafür, dass ich nichts gemacht habe, habe ich eigentlich schon. Habe ich Plus gemacht. Wer hätte das gedacht? Verhandeln. Setz nochmal 400 drauf. Mach mal so, dass wir
schöner auf einen Gewinn von 5.000 kommen. So, ja, komm. Angebot annehmen. Ich habe ja nichts gemacht. Also, ich habe ein bisschen geputzt und Rasen gemäht und kurz das Schlafzimmer ausgetauscht, weil ich gedacht habe, hey, das hat ja Potenzial, um ein neues Büro zu werden. Aber okay, denn vielleicht beim Farm-DLC, dass da irgendwie ein schickes Haus bei ist, was nicht zu groß ist. Wo wir sagen, da können wir denn hinziehen, der Xeno und ich, aber so sind entweder die Häuser zu klein oder zu groß. Dafür brauchen wir eigentlich nicht viel. Wir brauchen nur ein Schlafzimmer, ein Büro, ein Badezimmer, Wohnzimmer, Küche. Dann hat sich die Sache schon wieder. Ja, komm, ich bin bei 2 Millionen. Was soll da jetzt, ne? Undi. Wer warst du eigentlich nochmal? Odi. Stimmt. Odi. So, der hat auch. Okay. Und Diva, ne? Diva frisst erstmal Gras. Das ist vollkommen in Ordnung. Dann kann sie besser kotzen. Ne? Ach nee, die hat gar kein Gras gefressen. Die hat sich übergeben. Ja, okay. Gut. Ich sage dann auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der kleine Mini-Part von 20 Minuten gefallen. Und ihr seid mir nicht sauer, wenn ich das Farm-DLC nicht sofort zum Release mache. Aber ich wollte euch unbedingt noch das neue Haus zeigen. Wir werden sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bis zum Farm-DLC. Bis dann. Ciao.